Würde Goethe heut noch leben, wär er sicherlich verwundert, weil wir alle anders reden als im 19. Jahrhundert. Würde Goethe heut noch leben, müsste er Werbeslogans schreiben oder bloggen oder eben ein verkannter Autor bleiben. Würde es Goethe heut noch geben, hätte er es ganz schön schwer, denn von der Kunst des Dichtens leben kann nur ein Installateur. Würde Goethe heut noch leben, der einst der Fürst der Dichter war, wäre er von Dunkelheit umgeben oder wär er Superstar. Würde Goethe heut noch dichten, käme er wie ein Gewitter über uns mit Kurzberichten via Facebook und auf Twitter. Er könnte Leiden des jungen Werther nur erzählen, nur viel härter. Er muss den Zauberlehrling lehren, sich gegen Voldemort zu wehren. Würde es Goethe heut noch geben, hätte er es ganz schön schwer, denn von der Kunst des Dichtens leben kann nur ein Installateur. Würde Goethe heut noch leben, der reinste Fürst der Dichter war, wäre er von Dunkelheit umgeben oder wär er Superstar. Bei Nacht und Wind im schnellen Ritte winkten ihm schon bald Millionen als Ghostreiter für Dritte, zum Beispiel mit Dissertationen. Des Pudels Kern ganz neu entdecken, mal sehen, was da zu holen ist. Und das Gretchen gründlich checken, und aus der Faust wird Mr. Fest. Würde es Goethe heut noch geben, hätte er es ganz schön schwer, denn von der Kunst des Dichtens leben kann nur ein Installateur. Würde Goethe heut noch leben, der einst der Fürst der Dichter war, wäre er von Dunkelheit umgeben oder Deutschlands Superstar. Würde Goethe heut noch leben und er schrieb noch ein Gedicht, er würd ihm diese Widmung geben. Ich wünsch euch allen hier mehr Licht.